Wir sind wieder auf Achse und zwar haben wir jetzt uns in Bewegung gesetzt von Nordstrand in Richtung Steinhuder Meer. Die Alexandra, wir haben jetzt einen Zwischenstopp gemacht in Hattstedt und zwar gibt es da ein kleines ja, Fischgeschäft und da ist die Alexandra jetzt mal unterwegs, um uns für heute Mittag noch ein paar Fischbrötchen zu organisieren, die letzten. Und da freuen wir uns drauf, ein letztes Mal Fischbrötchen aus dem hohen Norden und die werden wir dann heute Mittag genüsslich verspeisen. Aber jetzt machen wir uns erstmal auf den Weg ans Steinhuder Meer. Bis dann! Hallo zusammen, da ist die Alexandra und auch der Bladoschek ist auch dabei. Und zwar sind wir jetzt so als kleiner Zwischenstopp, wie angekündigt, am Steinhuder Meer. Und zwar in? Mardorf. In Mardorf. Der Stellplatz nennt sich Stellplatz am Steinhuder Meer. Fast nichts los, 5, 6 Wohnmobile mehr. Mir steht da gar nicht momentan. Das Wetter ist auch nicht so toll. Sieht und, eher nach Regen aus. Ja, ihr seht's, ich mache mal einen Schwenk. Die Alexandra bleibt stehen und fällt mir nicht ins Wasser, weil wir stehen nämlich momentan auf einem Steg. Ihr seht es jetzt im Hintergrund. Das ist so, da kann man drauf laufen. Also klar kann man drauf laufen. Der ist auch nicht abgesperrt irgendwie. Und das Wasser hier, wo der Steg verläuft, ist auch maximal 30 cm tief. Mehr ist es nicht. Hier fährt ja auch die Fähre. Genau, hier fährt die Fähre ab. Da kann man zusteigen. Aber das momentan bei dem Niedrigwasser funktioniert es, glaube ich, nicht. Möglich, nein. Ist nicht möglich. Und deswegen ja, kommt jetzt keine Fähre und wir wollten uns jetzt bloß mal melden hier und ein paar Details eben sagen zum Stellplatz am Steinhuder Meer. Was kostet, Schatz, das Teil? 10 Euro am Tag und Strompauschale von 3 Euro. Ver- und Entsorgung ist dabei. Wasser kriegt man nur 100 Liter auf einmal raus, also für 1 Euro. Man kann keine 10 Cent einwerfen, um 10 Liter abzuzapfen. Hm. Aber gut, für ja, eine Nacht ist okay. Genau. Ist eine schöne Gegend hier, muss man sagen. Vom Stellplatz bis hier zum See 5 Minuten Spaziergängchen. Und dann ist um den See rum, oder zumindest hier, was wir sehen, geht ein schöner Promenadenweg, nenne ich es jetzt mal, schöner Spazierweg, Fahrradweg und so weiter. Und da kann man schön spazieren gehen, kann man schön Fahrrad fahren. Und echt schön da, ne? Ja. Muss man sagen. Und soll es auch schon gewesen sein, so als kleine Zwischeninfo. Auf unserer vorletzten Station, leider Gottes, auf dem Weg heim in die Heimat. Wir sind jetzt wieder unterwegs nach Süden. Und das war ja geplant, der Stopp hier. Und der nächste Stopp, also morgen früh fahren wir weiter. Die nächste Station nach dem Steinhuder Meer auf dem Weg in die Heimat ist dann Bad Wildungen. Da fahren wir dann morgen Vormittag hin und da bleiben wir dann 2 Übernachtungen und da melden wir uns dann wieder. Bis dann, ciao. Ciao.
wollte sogar gerade was sagen, wegen bezüglich des Wetters. Sag's. Tu es. Ja. Wir haben festgestellt, wir warten jetzt 17 Tage lang auf diesen einen Tag mit Sonne. Wahnsinn, ne? Wir sind jetzt im Prinzip 2,5 Wochen unterwegs. Also morgen sind wir auch noch unterwegs. Also runde 3 Wochen sind wir unterwegs. Und haben in dieser Zeit, du hast es mal ausgerechnet, wie viele Tage ohne Regen gehabt? Oder hast du es mit Regen ausgerechnet? Nee, 6 Tage ohne Regen. Also 6 Tage ohne Regen. Wobei, da waren die Temperaturen aber auch nicht so, dass man sich raussetzen konnte, großartig. Genau. Das war also wirklich nicht der Fall. Jetzt sind wir übrigens in Bad Wildungen. Da melden wir uns jetzt, haben wir ja gesagt. Letzte Station vor der endgültigen Heimfahrt. Bad Wildungen. Und da ist es jetzt. Aber da noch mal ganz kurz, bestes Beispiel. Wir sind gestern vom Steinhuder Meer eben nach Bad Wildungen gefahren. Unterwegs strahlend blauer Himmel, Sonnenschein pur, ja. Bis 20 Kilometer ungefähr vor Bad Wildungen. Und dann waren die Wolken da, wir unser Fahrzeug abgestellt, alles aufgebaut, rausgesetzt, Kaffee getrunken. Dicke Wolken, die nicht weitergezogen sind. Ja. Und 2 Stunden später geregnet und gehagelt. Und gehagelt, das ist unglaublich. Also heute auf jeden Fall ist jetzt der 30. September. Ja. Wir haben jetzt 15.20 Uhr. Na? Und jetzt haben wir im Prinzip, es gibt ein paar Wolken, aber an dem Eck jetzt strahlend blauer Himmel. Die Sonne scheint, wir sitzen jetzt da draußen, Kurzarm habe ich an. Gut, ich habe so einen Bodywarmer an, ist klar. Wir haben ja keinen Sommer mehr. Im Schatten 14 Grad. Im Schatten 14 Grad, in der Sonne wahrscheinlich gefühlte 20. Ja, also setz wirklich mal, ne? Herrlich angenehm. Herrlich angenehm, ein Träumchen letztendlich. Einfach nur, um draußen zu sitzen, vorm Camper. Wie man sich sonst vorstellt. Genau, so wie man sich es eigentlich vorstellt. Spitzenmäßig. Bad Wildungen. 30. September. Morgen fahren wir hin. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Nein, das auf gar keinen Fall. Weil die Tour, die war wieder richtig geil, muss man sagen. Aber zum Fazit kommen wir vielleicht gleich. Jetzt erzählen wir vielleicht erst was kurz zum Stellplatz. Da mache ich jetzt erst einmal einen kurzen Rundgang mit euch oder mache mal ein paar Schwenks, blende ein paar Fotos ein. Zum Stellplatz in Bad Wildungen. Was wir hier sehen, ist der Bahnhof in Bad Wildungen, was gleichzeitig auch die Einfahrt zum Wohnmobilstellplatz in Bad Wildungen ist. Der ist nämlich hier. Und zwar, ihr könnt entweder hier links reinfahren, gleich an der Entsorgungsstation rein, oder so schräg rechts reinfahren, nämlich hier oben zeige ich euch mal das Schild. Also so rechts, nicht schräg rechts, zu den Kleingärten, sondern richtig rechts hier diese Straße entlang, weil da sind nämlich auch nochmal 12 Stellplätze. Das heißt, auf der linken Seite unten sind 17 Stellplätze und hier hinten oben, rechts oben nochmal 12 Stellplätze. Hier haben wir gleich die Ver- und Entsorgung. Der Stellplatz kostet pro Übernachtung 5 Euro, ist also relativ günstig, liegt relativ zentral auch. Der Strom kostet 70 Cent pro Kilowattstunde, 50, täusche ich mich jetzt, 50 oder 70 Cent pro Kilowattstunde, also Normalpreis, sage ich mal. Allerdings das Wasser ist recht teuer, da bekommt man für 10 Cent nämlich nicht 10 Liter wie sonst üblich, sondern nur 4 Liter. Also 10 Cent, 4 Liter, Kurwasser halt, ne? Bad Wildungen, da ist das Wasser ein bisschen teurer. Ansonsten Fernentsorgung kein Problem. Bezahlung erfolgt hier am Parkscheinautomat. Der ist momentan leider, der ist momentan defekt. Das heißt, die Stadt Bad Wildungen weiß da Bescheid. Wir haben uns erkundigt, wir mussten jetzt einen Zettel vorne ins Fahrzeug hängen, wann wir eingecheckt sind sozusagen. Und so, dass es praktisch klar ist, dass wir nicht bezahlen konnten, weil der Automat eben defekt ist. Also die 5 Euro konnten wir nicht berappen. Ansonsten ist nicht viel los momentan am Platz. Es stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wohnmobile. Der obere Platz mit den 12 Plätzen ist ganz frei. Also im Prinzip nichts los. Ansonsten, die Nacht war echt ruhig. Ab und zu ist einmal Zug gefahren. Aber hat sich in Grenzen gehalten.
war jetzt nicht die Welt los. War echt ruhig, muss man sagen. Ja, ich glaube, der Michael hat es schon erwähnt. 5 Euro kostet der Stellplatz am Tag und der richtige Strompreis ist 50 Cent die Kilowattstunde. Wusste ich ja jetzt nicht mehr genau. Genau. Aber, 50 Cent pro kW, so ist es. Für 10 Cent nur 4 Liter Wasser, weiß nicht. Ist vielleicht der Kurstadt geschuldet. Ja. Und den Heilquellen. Da können wir übrigens auch schnell was dazu erzählen. Ne? Wir waren jetzt ja gerade, wir sind jetzt vor 20 Minuten, eine halbe Stunde sind wir zurückgekommen von unserer kleinen Radtour. Wir waren mit den E-Bikes unterwegs und zwar gibt es hier in Bad Wildungen den sogenannten Quellenrundweg oder so ähnlich heißt er. Führt vorbei an 11 Heilquellen, ne? Und an 7 davon kann man sogar Wasser zapfen und kann das verkosten. Und haben die ersten 3 oder 4, weiß ich gar nicht mehr, haben wir versucht. Und da muss ich sagen, puh. Die erste war noch die beste. Das ist schon hart. Das schmeckt also die 4 oder 3, die wir jetzt probiert haben, vielleicht so als Fazit, ja, Salz und Eisen haben wir zu uns genommen, sage ich jetzt mal. Ne? Aber das ist halt, das sind halt die Bestandteile dieses Heilwassers. Und da kurt man halt auch damit, sage ich immer, denke ich mal, ne? Hier in Bad Wildungen. Ja, freilich. Und ist Geschmackssache natürlich. Also das, was wir jetzt außerhalb irgendeiner Kur irgendwie mal verkostet haben, das hat uns nicht geschmeckt. Das war nichts. Ne? Aber ist schon interessant, wenn man mal diese Schilder da liest an diesen Quellen, wie das entstanden ist und so weiter, ist schon interessant. Bad Wildungen ist auch grundsätzlich eine schöne Stadt, ne? Sag ich jetzt mal, von den Gebäuden her. Wir sind jetzt auch durchs Kurviertel da gefahren, ein Stück durch den Kurpark. Und pompös, muss ich sagen. Ist ja Europas größter Kurpark? Ist Europas größter oder längster Kurpark, okay. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Der Kurpark ist auch super. Ja, also na, sehr schön gemacht. Man kann sich drin verlaufen, ja. Muss man wirklich sagen. Er wird auch gut genutzt, waren ja, viele Leute unterwegs. Aber es ist halt einfach auch das Wetter, weil es heute ja, endlich mal schön ist. Das ist genau. Und man kann auch mit dem Fahrrad durch den Kurpark fahren, das ist erlaubt. Da gehen auch diese ausgeschilderten Radwege durch. Apropos Ausschilderung, wieder mal, wir haben es ja schon immer wieder mal festgestellt bei unseren Reisen, da werden immer Mats, wie jetzt hier dieser Quellenrundweg, Mats beworben, aber dann bist du vergeblich auf der Suche nach detaillierter Beschilderung. Das kannst du einfach vergessen. Da bin ich der Meinung, wenn man schon was bewirbt, was Konkretes bewirbt, muss ich dafür sorgen, dass das auch... Dass einfach jeder findet, na, und dass man dass es jeder findet und... Wir haben wieder das so empfunden, als dass die Beschilderung sehr zu wünschen übrig lässt. Aber ist egal. Genau. Na? Wir haben ja ein paar Quellen gefunden. Und haben ein paar Koben an den Quellen sozusagen. Ne? Und sind Fahrrad gefahren. Ja, so viel mal zu Bad Wildungen. Soll es auch gut sein damit. Bad Wildungen, Stellplatz am Bahnhof hier, ist okay. Passt. Man hat vor allem wirklich auch Einkaufsmöglichkeiten hier. Neben Bahnhof gleich, Aldi, Lidl, DM, genau. Drogerie und so weiter. Gar nicht weit kurzer weg. Weg. Ja, kurze Wege. Ist okay. Jetzt kommen wir vielleicht einmal zu unserem Gesamtfazit für unseren diesjährigen Septemberurlaub. Nach diesen knapp 3 Wochen. Ostsee, erst natürlich Ostsee, dann Nordsee. Was haben wir für ein Fazit? Trotz des mäßigen Wetters, sagen wir mal, war es trotzdem wieder schön an der Ostsee und an der Nordsee, weil uns gefällt es halt einfach. Nein, wir sind so Ostsee- und Nordsee-Fans und ja, war okay. Ne? Natürlich, wir fahren auf jeden Fall wieder an die Ostsee und an die Nordsee. Auch im September? Genau. Das Wetter hätte besser sein können, ist ganz klar. Aufgrund des schlechten Wetters haben wir halt etliches nicht machen können und vielleicht weniger gesehen als anders. Ja. Wäre noch dafür ein bisschen mehr möglich gewesen. Ne? Dafür kennen wir unser Wohnmobil jetzt von innen wirklich in- und auswendig. Ja, wir waren halt eine ziemliche Zeit auch drinnen, zwangsläufig drin gesessen im Wohnmobil, aufgrund des Wetters, Regen und so weiter. Das war, ihr kennt ja die Bilder noch vielleicht aus dem Video in Kappeln.
wo ich mal den Himmel so eingeblendet habe. Also wir würden auch nach Kappeln wieder fahren, ja, weil das ja wirklich eine sehr schöne Gegend ist. Von Schleswig waren wir natürlich aufgrund des Stellplatzes, da haben wir nicht viel gesehen, eigentlich gar nichts. Genau. Da also können wir nicht mitreden, leider. Nur den Stellplatz sehen, der uns, uns persönlich nicht gefallen hat. Das haben wir ja, glaube ich, erwähnt. Schleswig wird man auf jeden Fall aber mit dem Fahrrad fahren, von Jagel aus, wenn wir wieder oben sind, anschauen. Das habe ich euch, glaube ich, sogar in der Videobeschreibung zum Video zum Stellplatz Jagel habe ich das reingeschrieben. Das Jagel ist tatsächlich ein Geheimtipp für uns, so, ne, für, so persönlicher Tipp, Geheimtipp, dass wenn in Schleswig da voll ist am Stadthafen und man will sich unbedingt das Schleswig anschauen, möchte es mit Fahrrad erkunden, einfach nach Jagel fahren, auf die Wiese stellen, dort kriegt man meistens einen Platz. Und dann einfach die 6 Kilometer nach Schleswig. Ne? Ja. Gibt ja Radwege dort, wunderbar. Ja. Und einfach dann das Jagel, den Stellplatz Jagel dafür ausnutzen. Ne? Nur für uns hat halt die Zeit nicht mehr gelangt. Ja, das hat nicht gereicht. Weil wir uns ja verabredet hatten mit unseren Freunden. Genau. Nordsee, auf jeden Fall auch selbe, wieder. Selbe, Nordsee, selbe. Gefällt es auf Nordstrand. Genau. Fürs Wetter kann halt keiner was. Mhm. Und dass es ausgerechnet diese 4 Tage halt auch wieder fast komplett schlecht war. Ja, es ist halt so, es ist der Jahreszeit geschuldet letztendlich. Ne? Das, was man im Sommer zu wenig Regen hatte, das war jetzt im Übermaß, wo wir waren, im Prinzip vorhanden, nach unserer Einschätzung. Und das war halt wieder mal Pechsache, ganz einfach. Aber wir haben das ja schon bei unseren letzten Nordsee- und Ostseeurlauben gehabt, dass man da, ich erinnere nur an das Video über Südhellstrand, verlinke ich euch mal. Da waren wir 4 Tage, da waren wir überwiegend im Wohnmobil, weil es immerzu eigentlich geregnet hat. Ja. Aber ist ein anderes Thema gewesen. Trotzdem, wir fahren wieder hin, ganz klar, gibt es überhaupt keine Überlegung. Und das ist so unser Fazit zu unserem Urlaub. Es war trotzdem top. Uns hat es gefallen, immer wieder Nordsee, immer wieder Ostsee. Und nächstes Jahr geht es vermutlich auch wieder irgendwie in den Norden. Genau, vermutlich auch wieder im September, weil das ist halt immer unsere Haupturlaubszeit. Das ist halt bei uns so, mit unseren Urlauben geht halt das nicht anders. Und damit soll es das gewesen sein mit den Berichten aus unserer Urlaubsreise im September 2022. Mhm. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder bei einem der nächsten Videos. Bis dann. Bis dann. Ciao.